Wir haben sogar versucht, mit Leitern dran zu kommen. Feuerwehr ging nicht, weil der Garten so lag, dass kein Auto dran fahren konnte. Nichts half. Er wurde immer verzweifelter, er heulte immer mehr. Er war so jämmerlich, dass ich drauf und dran war, selber auf den Baum zu klettern und das Tier runterzuholen. Wir waren ziemlich verzweifelt, es wurde langsam dunkel und er lag: "Ich komme hier nicht runter." Ungefähr so: "Ich weiß gar nicht, was ich machen soll." Plötzlich kam unsere kleine Katze. Zack, 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 den Baum hoch. An jeder Kreuzung sehr geschickt bis nach oben. Setzt sich neben ihn, leckt ihn. Und dann geschieht das Wunder. Sie zeigt ihm Schritt für Schritt, wie der Weg hinabgeht. Und ganz am Schluss, ungefähr 1,50 Meter über dem Boden, ist der letzte Zweig, der letzte Ast. Da überholt er sie, springt runter, stellt seinen Schwanz hoch und marschiert davon.